Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Guten Tag, mir geht es gut, danke. Und Ihnen? Mir geht es auch gut, danke. Wie war Ihr Wochenende? Mein Wochenende war sehr schön. Ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht. Wir sind ins Kino gegangen und haben zusammen gekocht. Und Sie? Das klingt toll. Mein Wochenende war entspannt. Ich habe ein gutes Buch gelesen und ein wenig im Garten gearbeitet. Das klingt auch schön. Haben Sie irgendwelche Pläne für die kommende Woche? Ja, ich habe ein Treffen mit meinem Deutschkurs. Ich möchte meine Sprachkenntnisse verbessern. Und Sie? Ich werde nächste Woche eine Geschäftsreise haben, also muss ich mich darauf vorbereiten. Aber danach freue ich mich auf das Wochenende. Das verstehe ich. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Reise und ein schönes Wochenende im Voraus. Vielen Dank, Ihnen auch eine schöne Woche und viel Erfolg im Deutschkurs. Dankeschön. Ich werde mein Bestes im Deutschkurs geben. Wenn Sie nach Ihrer Geschäftsreise zurück sind, könnten wir uns vielleicht auf einen Kaffee treffen, um unsere Gesprächsfähigkeiten zu üben? Das klingt nach einer großartigen Idee. Ich würde mich freuen, mein Deutsch in einer lockeren Umgebung zu üben. Lassen Sie uns das definitiv planen, sobald ich zurück bin. Super. Wir könnten uns in einem Café in der Innenstadt treffen. Es gibt dort viele gemütliche Orte. Klingt gut. Ich werde Ihnen eine Nachricht schicken, wenn ich zurück bin, und dann können wir einen Termin festlegen. Perfekt, ich freue mich schon auf unser Treffen. Haben Sie vielleicht noch einige Tipps, wie ich mein Deutsch zwischen den Kursen weiter verbessern kann? Natürlich. Neben dem Üben im Gespräch ist es hilfreich, deutsche Filme oder Fernsehsendungen anzuschauen, um ihr Hörverständnis zu stärken. Es gibt auch viele gute Sprachlern-Apps und Online-Ressourcen, die Übungen und Vokabeltraining bieten. Das klingt sinnvoll. Ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Gibt es bestimmte Filme oder Serien, die Sie empfehlen? Ja, einige deutsche Filme wie Goodbye Lenin oder Das Leben der Anderen sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Bei Serien könnte Dark eine gute Wahl sein, wenn Sie sich für Science Fiction interessieren. Danke für die Empfehlungen. Ich werde sie mir merken. Es scheint, als ob es viele Möglichkeiten gibt, Deutsch zu lernen und die Kultur besser kennenzulernen. Auf jeden Fall. Die deutsche Kultur hat viel zu bieten. Viel Spaß beim Lernen und Entdecken. Das freut mich zu hören. Bis zu unserem Treffen werde ich hart an meinen Deutschkenntnissen arbeiten. Ich hoffe, dass ich bis dahin schon Fortschritte gemacht habe. Ich bin sicher, du wirst Fortschritte machen. Denk daran, dass der Schlüssel zum Sprachenlernen die Übung und die Ausdauer sind. Du machst das großartig. Danke für die Ermutigung. Ich bin motiviert, weiterzumachen. Lassen Sie uns das Treffen fest im Auge behalten und bis dahin fleißig üben.
Auf jeden Fall. Ich freue mich schon auf unser Treffen. Bis bald und viel Erfolg beim Deutschlernen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren Sie bitte unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie kein Video verpassen.